Franz Kafka hat am 3. Juli 1883 geboren. Er war einer der einflussreichsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Aber verschieden zu Hoffmann ist Kafka selten zitiert von anderen Autoren. Dafür ist er für seine Perspektive beliebt. Es ist bekannt, Kafkaesk. Es kann zu Lebenssituationen, bizarr oder unlogisch, sind anzuwenden. Heute ist Kafka in vielen Hinsicht gedacht. Eine Hommage an Kafka ist das Franz Kafka Museum in Prag. Der Empfänger des Franz Kafka Literaturpreis erhält $10.000, ein Diplom und eine Statuette. San Diego State University hat ein Projekt für die letzten Schriften von Kafka suchen. Es ist von einem Mann verhaftet und strafrechtlich verfolgt durch eine Wachbehörde mit seinen Verbrechen nie gesagt. Es wurde nie beendet. In das Schloss versucht Kay, um die mysteriöse Behörde eines Schlosses aus unbekannten Gründen zu greifen. Es ist auch unfertige. Ein Reisender erwacht, zu finden ist er in einen riesigen Insekt gemacht. Es ist nie gesagt, warum er ein Insekt ist. Die Verwandlung ist eines der einflussreichsten Fiktionen des 20. Jahrhunderts. Es ist in Universitäten auf der ganzen Welt studiert. Es gibt eine Parodie, The Metamorphosis, wo der Protagonist in eine Hauskatze gemacht ist. Wie seiner Schreibstil sind die Geschichten von Franz Kafka sehr schwierig übersetzen. Die Verwendung von Nebensätzen im Deutsch gibt eine Überraschung des Satzes.